is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Sabbat ist Gottes Zeichen. Meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Die Israeliten brachten über ihren Türen ein Blutzeichen an, um zu zeigen, dass sie Gott gehörten. So werden auch die Kinder Gottes in unserer Zeit das von Gott bestimmte Siegel tragen. Sie werden sich mit dem heiligen Gesetz Gottes in Einklang bringen. Ein Zeichen wird ebenso wirklich auf jedem Einzelnen, der zu Gottes Volk gehört, angebracht, wie damals das Zeichen über den Türen der hebräischen Wohnungen angebracht wurde, um die Leute vor dem allgemeinen Untergang zu schützen. Gott erklärt: Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Jeder Mensch in unserer Welt ist Gottes Eigentum, sowohl durch die Schöpfung als auch durch Erlösung. Jeder Einzelne muss sich vor Gericht für sein Leben verantworten. Hat er Gott gegeben, was ihm gehört? Hat er Gott alles übergeben, was als sein erkaufter Besitz sein Eigentum ist? Alle, die den Herrn als ihr Teil in diesem Leben in Ehren halten, werden unter seiner Herrschaft stehen und das Zeichen, das Siegel Gottes erhalten, das sie als Gottes besonderes Eigentum ausweist. Christi Gerechtigkeit wird ihnen vorangehen und die Herrlichkeit des Herrn wird ihre Nachhut sein. Der Herr schützt jeden Menschen, der sein Zeichen trägt. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist Sabbat, völlige Ruhe, heiligt den Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbattag, soll des Todes sterben. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten, als ewigen Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Gott in dieser Sache zu erkennen, ist für jeden Menschen von höchstem Wert. Alle, die ihn lieben und ihm dienen, sind in seinen Augen überaus kostbar. Er möchte sie dort haben, wo sie würdige Repräsentanten der Wahrheit sind, wie sie in Jesus ist. The Lord is coming. Are you ready?